Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ihr zahlreich zu diesem Thema kommen. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt persönlich so ein pragmatischer Rohköstler bin. Ich mache das immer im Winter, wenn ich in Asien bin. Und hier, wenn es schön warm ist, in diesen Übergangszeiten, esse ich schon Kochkost und weiß deswegen auch, was es mit mir macht. Frage ist ja, wie wir unsere Situation messen können. Wie können wir Zellstress messen? Die Schulmedizin misst eigentlich gar keinen Zellstress. Und dieser Begriff kommt eher so aus der Komplementärmedizin. Wir können natürlich alle persönlich sofort feststellen, wie gut unser Körper zurechtkommt mit unserer Ernährung. Ja, also wenn ich so nach so einer Rohkostphase, viel Gemüse und Obst, dann wieder anfange, Kochkost zu essen, schlafe ich einfach länger. Das kann ich direkt messen daran. Und Schlaf ist das, womit unser Körper regeneriert, wo er sich wieder erholt dabei. Das heißt, er braucht mehr Regenerationszeit und mehr Erholungszeit, wenn er Kochkost bekommt, als wenn er Rohkost bekommt. Daraus kann ich persönlich sehen, dass er einfach besser mit der rohen Kost, frischer, roher Kost umgehen könnte. Ich habe inzwischen mir überhaupt angewöhnt, auf meinen Körper zu hören. Wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, dann hätte ich von Anfang an ziemlich ähnlich so gegessen wie jetzt. Eben kein Fleisch, das wollte ich schon als Kind nicht essen. Ich habe nach dem Abstillen nie mehr Milch getrunken und wollte auch keine Eier essen. Ich habe mich nie getraut, das zu propagieren, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich schon mit meinem Vegetarischen komme, sind die Leute schon so bedient und gefordert bis überfordert. Jetzt lasse ich sie mit so Sachen wie Milch und so Sachen wirklich in Ruhe. Und inzwischen haben wir so viele wissenschaftliche Fakten, Studien, Daten, die das belegen. Eigentlich hätte ich nur auf meinen Körper hören müssen. Das tue ich jetzt auch. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Studien bekomme, die sagen, dass Rotwein so gut ist, weil er so kardioprotektiv ist, das Resveratrol da drin, vor allen Dingen aus Bordeaux kommen solche Studien, dann ist das eine Sache, die nehme ich zur Kenntnis. Auf der anderen Seite ist aber so, dass ich einfach weiß, wie ich auf Rotwein reagiere. Und zwar einfach nicht besonders gut. Mein Hirn mag den nicht. Und Weißwein zum Beispiel geht prima. Ich bin ja auch viel in einer Weißweingegend, Tamanga, ist mitten so in der Sauvignon, Welsch-Riesling-Gegend, der Südsteiermark. Den vertrage ich ganz gut, in Maßen natürlich. Und bei Rotwein schlafe ich einfach auch eine halbe bis eine Dreiviertelstunde länger, wenn ich nur ein Viertel Rotwein trinke. Also lasse ich das, weil mein Körper danach länger regenerieren muss und mein Hirn mir nicht mehr so zur Verfügung steht, wie ich das eigentlich möchte. Also daran messe ich die Dinge inzwischen. Ansonsten habe ich ja nicht so viele verlässliche Markerwerte. Gibt schon natürlich ein paar. Also ein Fakt ist, dass der CRP-Wert, das ist der Entzündungsmarker im Körper, der auch für die Schulmedizin wichtig ist und von denen ja auch erhoben wird, dass der CRP-Wert runtergeht, sobald man sich pflanzlich vollwertig ernährt. Das ist messbar. Das haben Colin Campbell, Cordell Esselstyn in den USA registriert, Dean Ornishon. Und das können wir feststellen, das ist überall dasselbe. Man kann es auch ganz schön sehen, wenn man sich mal diesen Film, den ich ja sehr empfehlen kann, Gabel statt Skalpell anschaut, Forks over Knives. Wenn man Englisch wäre, mindestens so schön. Und da kann man sehr schön bei einem Patienten sehen, wie im Laufe überschaubarer Zeit die Werte sich bessern, unter anderem der CRP-Wert, der die Entzündungsbereitschaft des Körpers darstellt, der geht runter. Und Entzündung ist natürlich ein Stress für den Körper. Und heute kommen wir immer mehr drauf, dass viel mehr Entzündungen hinter den Dingen stecken, als wir gedacht haben. Ja, also wenn man vor 30 Jahren gesagt hat, Krebs hat auch mit Entzündungen zu tun, da war man knapp vor dem Gefängnis, wenn man sowas gesagt hat. Ja, also Josef Issels ist für Dinge ins Gefängnis gegangen, die heute Stand des Wissens sind. Das ist ja eine ziemliche Drucksituation dort gewesen. Heute spricht die Schulmedizin über Papillomaviren, ganz selbstverständlich verursachen die den Gebärmutterhalskrebs und so weiter. Ein Virus ist ja nun ein Erreger und das ist also eine Entzündung, eine chronische Entzündung, die dahinter steckt. Und das werden wir bei vielen Dingen noch rausfinden. Das wäre die zweithäufigste Todesursache immerhin, Krebs. Und da spielt auf jeden Fall entzündliches Geschehen eine Rolle dabei. Und bei der Haupttodesursache, die wir heute haben, in allen Industrienationen, also auch Deutschland, sind die Herz-Kreislauf-Probleme, sind Entzündungen, da kommen wir immer mehr drauf, ziemlich grundlegend. Ja, sind entzündliche Prozesse, die Gefäße so schädigen, aufgrund derer kommt es dann
zu allen möglichen Dingen, Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall. Also da haben wir wirklich einen verlässlichen Marker, der auch wissenschaftlich anerkannt ist, der uns zeigen kann, wie Ernährung sich auswirkt, also entzündungsmindernd. Und das sind wirklich auch berührende Geschichten, wo man sehen kann, dass das ganze Immunsystem in einer Weise beruhigt wird. Ich habe so eine Patientin gehabt vor nicht so langer Zeit, die war in vieler Hinsicht beeindruckend. Sie hatte einen Fastenkurs geschenkt bekommen bei uns. Das ist immer so eine Sache, wenn Leute geschickt werden oder was geschenkt bekommen, ist die Frage, wie groß ist die Eigenmotivation. Die war bei ihr nicht besonders groß. Sie war 70, ziemlich schlecht drauf, hatte die letzten 40 Jahre unter Rheuma konstant gelitten, immer Medikamente, trotzdem Schmerzen. Und wie sie gehört hat, dass Fasten bei uns bedeutet wirklich gar nichts essen, da war sie ziemlich entsetzt. Ich dachte so an vielleicht Fernsehfasten oder Alkoholfasten und die Kirchen erfinden ja solche Dinge immer wieder mal, wenn sie sich an das richtige Fasten nicht dran trauen. Also gar nichts essen, da wollte sie dann doch wieder abreisen. Und wollte sie das Geld zurückhaben, habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ist es möglich bei so einem Kurs mit Warteliste, aber sie kriegt es nicht zurück, sondern nur der, der es bezahlt hat. Sie hat es ja gar nicht bezahlt. Und das war so gar nicht in ihrem Sinne. Aus Wien eben, so ein bisschen Schlawiner auch. Und dann blieb sie doch, aber eben mit wenig Motivation. Ich hatte dir das vorher angedeutet, dass es beim Fasten so Erstreaktionen gibt, die sich auch als Erstverschlimmerung auswirken. Hat sie erlebt, zweiten Tag ging es ihr schlecht, am dritten ging es ihr richtig schlecht, konnte die Medikamente nicht mehr nehmen, richtig Gelenkschmerzen. Da wollte sie heimfahren, ging ihr aber zu schlecht zum Heimfahren. Also blieb sie aber mit noch weniger Motivation und eigentlich einer negativen Ladung. Dann ging es am vierten Tag deutlich schon besser. Ich habe ihr Ohrnadeln gemacht und Neuraltherapie, um die Schmerzen zu lindern, Symptome zu beruhigen. Am fünften Tag ging es ihr viel besser, am sechsten ging es ihr so gut, wie sie lange schon nicht mehr sich fühlte. Und am Ende, siebten Tag, sagt sie dann zu mir, gibt es irgendwas, was ich machen kann, dass das so bleibt? Ich habe fast keine Schmerzen, das kenne ich überhaupt nicht. Ich meine, beim Fasten isst man automatisch sozusagen, bei uns gibt es Smoothies, also vegane Rohkost. Und auch glutenfrei, selbstverständlich. Einer der Gründe, warum es mir beim Fasten wahrscheinlich immer so viel besser gegangen ist. Na, jedenfalls habe ich dann zu ihr gesagt, ja, Sie könnten natürlich ab jetzt möglichst viel frische, vegane Kost zu sich nehmen. Und dann hat sie sich erkundigt, was das heißt. Das war ihr noch vor jetzt ein Jahr her noch nicht mehr bewusst. Und wie sie gehört hat, was da alles dann nicht mehr geht, also nicht nur Fleisch, nicht, sondern auch keine Wurst und, naja, Milchprodukte, da hat sie dann schon gesagt, das schafft sie ja wohl nicht. Aber ein halbes Jahr später mache ich die Tür auf zu dem Warteraum von meinem Untersuchungszimmer und segelt mir jemand gleich um den Hals, diese Frau. Und ist ganz aufgelöst. Die hat das wirklich gemacht. Die hatte zwar wenig Motivation, aber der Druck von diesem Rheuma und den Schmerzen, die sie 40 Jahre kannte, war dann doch so groß, dass sie das versucht hat. Und die Schmerzen blieben weg. Das heißt, ihre Autoimmunreaktion, das ist ja bei Rheuma das Problem, die ist gar nicht wieder, hat gar nicht wieder eingesetzt. Die hat ein halbes Jahr, das erste Mal seit 40 Jahren, Schmerzfreiheit erlebt und war darüber einfach überglücklich. Und das kann eine pflanzlich vollwertige, möglichst frische Kost. Vegan empfehle ich ja nicht grundsätzlich. Man muss ja schon bedenken, dass auch weißes Mehl, weißer Zucker, Whisky und Wodka vegan sind. Und von mir gar nicht als Arzt empfohlen werden können. Ja? Ich muss überhaupt sagen, das ist nicht ein Allheilmittel für alles. Ich glaube nicht, dass man Erleuchtung erreichen kann über irgendwelche Kostvarianten. Das wird leider in der Szene versucht. Das führt zu Enttäuschungen. Da gibt es keinen einzigen Präzedenzfall dafür. Also ich komme ja von der Psychosomatik und bin ganz entschieden der Meinung und habe auch die Erfahrung, dass die Psyche an erster Stelle steht. Wie das Wort so schön sagt, Psychosomatik. Und insofern habe ich mich vorrangig auch mit Psychosomatik beschäftigt, nämlich mit der Psyche. Mit der Somatik beschäftigen sich andere ja genug. Und so sind Bücher wie Von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol entstanden. Und das halte ich nach wie vor für vorrangig. Und das will ich auch unbedingt sagen an so einer Stelle. Ja, es gibt tatsächlich Krankheitsbilder, die nicht über Ernährung in den Griff zu kriegen sind. Aber es gibt, und das ist die gute Nachricht in so einer Messe hier,
Es gibt eine Fülle von Krankheitsbildern, die müssten überhaupt nicht sein, wenn wir uns sinnvoll ernähren würden. Und das würde bei Rheuma der Fall sein. Niemand muss Rheuma haben. Einfach niemand. Und das sage ich angesichts einer Rheuma-Industrie, die 4,5 Millionen Menschen in Deutschland schlecht betreut. Ja, wirklich schlecht betreut, weil die behalten ihr Rheuma. Das hat viele Gründe. So ein Rheuma-Patient ist ja wirklich ein gefundenes Fressen. Das ist, also der ist ja über Jahrzehnte, ohne dass er seine Lebenserwartung deutlich verringert, ist der ja wirklich ein guter Klient sozusagen. Ja, der zahlt permanent, geht in Kur, zum Schluss werden auch Gelenke ausgetauscht. Das ist ein Riesengeschäft. Und das wäre komplett unnötig. Ich kenne gar keinen Rheumatiker, der wirklich wollte, der nicht über Fasten und eine Ernährungsumstellung in dieser Richtung, pflanzlich, vollwertig, frische Kost, da rauskommt aus dieser Falle. Das gilt auch für Typ-2-Diabetes. Ich würde trotzdem auch jedem Rheumatiker, jedem Typ-2-Diabetiker immer noch dazu raten, dass er auch diese seelische Komponente davon anschaut und da was macht und sich auseinandersetzt damit. Aber dann haben wir wirklich eine ideale Situation, um mit ganz vielen Dingen besser voranzukommen. Ich glaube auch nicht, dass wir mit Ernährung die Welt retten können, obwohl ich so ein Buch wie Peace Food schon ganz ernst gemeint habe. Ja, das ist ja ein Buch, was über Ernährung weit hinausgeht. Ich glaube wirklich, aus eigener Erfahrung kann ich es auch sagen, inneren Frieden bekommen wir nicht, wenn wir völlig daneben essen. Wir werden auch kein gutes Gewissen bekommen. Ein Mensch, der so halbwegs Hilfsschulniveau erreicht hat, muss ja wissen, was heute geschieht in Ernährungsdingen. Weiß das auch in der Regel, auch wenn das nie in Zeit im Bild kommt oder Tagesschau oder wie das hier heißt, Tagesthemen, da kommt es nicht. Aber jeder weiß inzwischen, wie die Welt organisiert ist. Und natürlich könnten wir den Hunger prima in den Griff kriegen auf dieser Welt. Ob automatisch davon, dass wir anders essen, schon die Kriege verschwinden, das weiß ich jetzt nicht so im Sinne Leo Tolstois, der gesagt hat, solange wir eben Schlachthäuser haben, werden wir Schlachtfelder haben. Auf jeden Fall ist da was dran, da bin ich ganz sicher. Und das geht in diese Richtung. Aber ich würde auch gleich am Anfang an so einer Stelle warnen vor diesem Fanatismus. Als jemand, der Peace Food geschrieben hat, das war das, glaube ich, von dieser neuen Ernährungswelle, das erste Buch. Gott sei Dank kam danach Attila Hildmann mit seinen Büchern und hat die Jungen an Bord gekriegt in diesem Bereich. Da bin ich auch sowas von dankbar dafür. Aber das war so, nach Jonathan Safran Foer's Tiere essen und Karin Duves Anständig essen, war das das Buch, was diese Welle auch in Gang gebracht hat. Die vegane Welle. Und die hat natürlich ihre Schattenseiten. Und ich habe das ja schon oft erlebt, solche Dinge in Gang zu bringen. War mit der Psychosomatik genauso, mit dem Wassertrinken war das so, mit dem Mandala-Malen habe ich das erlebt, mit dem Fasten. Und jetzt mit Peace Food oder vegan auch. Mahatma Gandhi hat das schon mal so schön auf den Punkt gebracht. Der hat es ja erlebt mit den Salzmärschen und dem Befreiungskampf der Inder. Der hat gesagt, am Anfang ignorieren sie dich, dann machen sie sich lustig über dich, dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Und so läuft das. Insofern bin ich gar nicht mehr so aufgeregt. Ich, in der Phase des Ignorierens, des Lächerlichmachens, bin ich inzwischen ganz entspannt, war ich bei Peace Food auch, ich weiß schon, wie es weitergeht. Dann bekämpfen sie einen, und das, also das war ja viel stärker als die Pharmaindustrie kämpft, hat die Ernährungsindustrie gekämpft. Ja? Und auch viel unterirdischer, unter der Gürtellinie und viel hinterhältiger, muss ich sagen. Aber trotzdem weiß ich, danach haben sie verloren oder beziehungsweise haben wir gewonnen. Da gibt es aber noch eine Gefahr, das sind die fanatischen Veganer. Die können es noch kaputt machen. Ja? Die haben alle Chancen, es kaputt zu machen. Die schon Vegetarier beschimpfen, Mischköstler beleidigen, in einer unflätigen Weise. Ich werde heute viel mehr von Veganern beschimpft, also wirklich hirnrissigen Idioten aus meiner Sicht, als von Mischköstlern. Und bitte, ist es nicht so, dass wir alle mal Mischköstler waren? Also ich schon. Widerwillig, muss ich ja sagen. Wenn man mich als Kind gelassen hätte, wäre ich wahrscheinlich gleich in diese Richtung. Aber so im Nachkriegs-Berlin, ehrlich gesagt, meine Mutter hat das nicht böse gemeint. Die hat uns Bücklinge gefüttert, das waren scheußliche Räucherfische. Also Bückling war überhaupt ein Drama, man musste sich für jeden, auch dem dümmsten Erwachsenen, immer verbeugen. In dieser Zeit, das war ein Bückling. Und ansonsten gab es das Zeug zum Futtern, grauslich. Aber sie hat es gut gemeint, Eiweiß war ihr wichtig, so aus diesen Kriegserfahrungen und so weiter. Haben wir Bückling gegessen, so eine Kugel. Von einer Backe in die andere. Ich habe es dann meistens entsorgt. Meine Schwester, viel braver, hat das runtergeschluckt. Und es war gut gemeint. Also Mischköstler sind die Vegetarier von morgen. Vegetarier von heute sind die Veganer von morgen.
Und aus denen werden sich viele zur Rohkost entwickeln. Das ist auch eine Erfahrung, die viele hier im Saal auch haben. Wieso sollte man die beschimpfen? Damit halten wir sie nur ab davon. Und wenn wir uns untereinander bekriegen, schwächen wir das Ganze enorm. Und die sagen mit Recht, schaut die Vollidioten an, diese Veganer. Wir sind permanent im Krieg miteinander. Das ist eine absurde Geschichte. Ja, wenn man das Aggressionsprinzip aus der Welt haben will, wird man es nie schaffen. Es geht nicht. Eines der Lebensprinzipien, der Urprinzipien. Das hat ja auch erlöste Konsequenzen und Folgen. Also Mut gehört dazu, Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft, ja, auch eine gewisse Leidenschaft, mit der man das vertreten kann. Das ist ja alles in Ordnung. Aber diese unter der Gürtellinie angesetzten kriegerischen Aktionen, ja, diese Rufmordkampagnen, die da von einigen veganen Gruppen ausgehen und so weiter, das ist wirklich ein Angriff auf diese Bewegung. Und peinlich und sagt eigentlich nur was über die aus. Also da müsste man aufpassen. Mir hat vor kurzem jemand auf die Bühne gekommen, hat mich an den Gürtel gerissen und hat mich beschimpft, weil der Gürtel aus Leder sei. Das sei ja wohl eine Schande für einen Veganer. Ich habe ihm dann ganz ehrlich gesagt, wenn du deine Hände nicht wegnimmst, deine Griffel, habe ich gesagt, dann haue ich dir eine rein. Da war er ganz platt darüber, weil er hat ja gemeint, Veganer sind so, weiß nicht, so super friedliche Lahmärsche, dass sowas gar nicht geht. Dem hätte ich auch eine reingehauen, wenn er nicht ruckartig seine Hände weggenommen hätte. Weil passt einfach nicht und ich kann ja zuhauen. Ja, im Falle, dass das notwendig ist, würde ich das tun. Und das hätte er sicher auch verdient gehabt. Ich hätte schon nicht aus der Emotion zugehaut, sondern so, dass er es gespürt hätte, aber nicht, dass ihm das Trommelfell platzt, um den Schwachsinn zu beenden. Naja, was würde ich der Welt nützen, wenn ich meinen Gürtel, den ich schon 20 Jahre habe, oder was beerdigen würde? Schuhe kaufe ich ja schon keine neuen, aus Leder, sondern aus Plastik. Ist übrigens nicht besonders gesund, Plastikschuhe zu haben, ne? Aus meiner Sicht. Ich habe noch so ein paar alte, von einem österreichischen Schuster, handgemachte Lederschuhe, die werde ich diese Inkarnation noch auftragen. Weil ich den Zusammenhang gar nicht sehe zur Verbesserung der Welt, zum Frieden. Wenn ich das mit Respekt mache, ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Also muss jeder schauen, wo er da für sich ist. Und es macht wenig Sinn, das Aggressionsthema, was man aus der Ernährung rausholt, in andere Bereiche umzulenken und sie dann so unerlöst zu leben. Dann machen wir uns nur unmöglich. Und das schadet dieser ganzen Geschichte. Gut, wir waren ausgegangen von dem CRP-Wert, der die Infektionsbereitschaft zeigt. Der zeigt einfach Stress an für den Körper. Infektion ist immer Stress. Wenn sie chronisch wird, ist es halt ein dauerhafter, ein chronischer Stress. Also haben wir mit dieser Ernährung eine Möglichkeit, den chronischen Stress zu reduzieren. Und der geht natürlich bis auf Zellebene. Letztlich geht so vieles bis auf Zellebene. Ja, wir sind ja eine große Sammlung von Zellen. Allerdings muss man sagen, wir haben 10-mal mehr Darmbakterien als Zellen. Ja, diese Darmflora, wie man sie früher genannt hat als Fastenarzt, heute sagt man ja Mikrobiom, ist ja die ganz neu entdeckt worden. Das sind 10-mal mehr Milliarden von Darmbakterien, Mitarbeiterinnen sozusagen, Symbionten, Bakterien, mit denen wir zusammenarbeiten, 10-mal mehr als Zellen. Wir sind eigentlich mehr ein Bakterienwesen als ein Zellwesen. Und mit denen werden wir auch noch viel zu tun kriegen. Also über diese Bakterien des Darms werden Sie noch viel hören, weil wir werden in vieler Hinsicht lernen, dass die uns viel mehr bestimmen, als wir denken. Ja, die sorgen zum Beispiel auch dafür, was wir essen, weil wir essen oft das, was die mögen. Das kann man ganz gut sehen, wenn man sich umstellt in dieser Phase. Na, wenn man nicht ganz konsequent ist, dann kriegen diese Bakterien wieder Oberwasser und Hoffnung, dass man doch wieder anfängt, Fäulnisprodukte zu essen, und dann hört es die Lust dazu nicht auf. Ich habe das ganz schön erlebt, meine Partnerin ist noch vor mir, Vegetarier waren wir beide Jahrzehnte schon, aber die ist noch vor mir vegan geworden. Also die ist, glaube ich, nach den ersten 20 Seiten der China Study wurde sie schon vegan. Ich habe das ganze Buch ausgelesen, habe erstmal nachrecherchiert, habe es gar nicht glauben können und Colin Campbell kontaktiert und mit Klaus Leitzmann konferiert, ob die Statistik stimmt und so weiter. Arzt halt. Und was? Wie hieß das Buch? Das Buch heißt die China Study. Die China-Studie, kennen Sie sicher. Colin Campbell ist der Professor von Cornell, der eigentlich durch das Nachforschen einer Studie aus Indien die ganze Geschichte in Gang gebracht hat, weil er herausgefunden hat, wir können Krebs einschalten und ausschalten über Ernährung.